Mein Name ist Justyna Golinska. Ich bin zurzeit Direktorin des Polnischen Instituts in Wien. Das Institut untersteht dem polnischen Außenministerium. Heute feiern wir das 40. Jubiläum des Polnischen Instituts Wien. Diese Einrichtung wurde am 5. Juni 1974 errichtet. Also ihr seid immer sehr in verschiedensten Projekten, merkt man den Namen, der auftaucht. Das ist ein lebendiges Institut, kann man sagen, oder sehr aktiv. Ja, natürlich 40 Jahre, das ist eine lange Geschichte. Seit 25 Jahren sind wir ein unabhängiges Land und früher war es ein bisschen anders. Seit 25 Jahren, unsere Hauptaufgabe ist, polnische Kultur an den Österreicher zu zeigen. Und das machen wir selten alleine, machen wir das vor allem mit österreichischen Partnern. Das sind Museen, das sind Ministerien, das sind kleine, große Vereine, das sind einzelne private Leute. Und wir sind auch eine Art Vermittler. Also wir sind Multiplikator als Institution. Wir versuchen, Verbindungen zu bauen zwischen den Künstlern, zwischen Institutionen. Ich finde es wunderschön, dass das in Wien passieren kann. Es ist eine sehr lockere, leichte Atmosphäre. Das macht sie eigentlich sehr, sehr gut. Eben in verschiedensten Stilrichtungen, im klassischen Bereich oder in dem, sagen wir mal, progressiveren Bereich seid ihr eigentlich überall stilistisch vertreten. Gibt es irgendetwas, was ihr nicht thematisch oder kulturell anrühren würdet? Ich hoffe nicht. Also ist alles erlaubt sozusagen? Ja, alles ist erlaubt und ich hoffe, wir bedecken sozusagen alle Bereiche. Wenn andere Bands in Polen so sind wie diese Band hier, ich meine, die sind ja total so frech unterwegs, das wusste ich gar nicht, dass es in Polen solche Bands gibt. Ich hoffe, es spielen noch ein paar solche heute. Tomorrow or the other day you die. You die, you die. Tomorrow or the other day you die. Aber ich finde es an sich großartig, dass sowas stattfindet. Tolle Feste, gute Künstler,
Fallmusik. Thank you very much for coming once again. Really, really great place, great people. Thank you very much. We had a great fun. We hope you too. Dankeschön, Vienna. Es war alles, mitreißend, temperamentvoll, Schwung, alles. Ich fand super die Live-Musik und vor allem, weil so viele verschiedene Menschen da waren. Also von wirklich Altersunterschieden bis zu Leuten, wo man gedacht hat, okay, die würden sonst nicht so zusammenkommen. Und ich nehme auch mal an, allein schon vom Lärmpegel her, dass viele Anrainer auf einmal hierher gekommen sind. Also das war echt cool. Alles Gute für die nächsten 40 Jahre.